Hallo Freunde der Videospiele und willkommen zurück zu Legend of Korra. Ja, ich habe schon lange keine neue Folge davon mehr hochgeladen, aber ich dachte mir, ich sollte es mal auch zu Ende bringen. Von daher, weiter geht's mit Level 6. In der Spirit World sind wir jetzt. So. Und wir haben ja jetzt alle Elemente. It's the old man. He knows you're here and he's controlling these spirits. Aha, okay. They mean you no harm. Let the voice of the spirits guide you. Kann es sein? Da bin ich mir nicht so sicher gewesen. Ach, stun the spirits. Okay. Soll sie also nur stunnen. Oh. Ja. Da unten sieht man schon mein nächstes Projekt, Life is Strange. Ja, danke Xbox. Ja, das wird wohl mein nächstes Spiel, was ich Let's Playe. Das ist Life is Strange. Ist natürlich sehr lustig, dass das hier im Video plötzlich kam. Aber naja, was soll ich machen? So. Wieder zurück zum Thema. Ich kann also jetzt Spirit Bending, wie es aussieht. Voilà. Kann ich die kontern? Weiß es nicht. Ah, okay, ich muss nur ganz schnell B drücken. Diesen Dreck. Oh, ich muss nicht mal in die Richtung gucken, okay. Luftbending muss ich ein bisschen leveln. Luftbending ist so praktisch. Weg mit dir. Na komm. Und weggebändigt. Ah, ne. Nicht so schnell. Aber ich will beim Luftbändigen. Ah, hier kommt doch was von links und rechts. Ja. Zack. Das ist echt gut. Ich kann einfach in der Gegend rumhauen und einmal B drücken. Und da wird schon irgendwas weggespirited. Zack, zack. Yay, Level 3. Oh, eine neue Komme. You got the new move. Oh. Boom. Kann ich das hier vielleicht mit Erdbändigen wegmachen? Aha! Das ist Luftbändigen. Ja, ja. Das wissen wir doch schon. Rank A. Oh. Wow. Da boom. Ach, hatte ich nicht diesen falschen Move? Genau. Doch, da weichen die einfach aus. Der andere wurde mit weggebändigt. Ah. Ah, hier kann ich nicht schießen. Und wegbändigen. Interessant, der wurde direkt mitgebändigt. Sehr starkes Bändigen. Vorher kann ich diesen Move machen. Ja. Wieder Luftbändigen. Aber Luftbändigen hat irgendwie diese, sag ich mal, wow, AE-Fähigkeiten. Deswegen denke ich, für größere Massen ist Luftbändigen das Beste. Also, es sind einfach tausend von Tornados.
In der Luft. Oh. Oh. A big one. That's a big one. Yep. Ja. Ich denke mal, da ist hier sowas ganz gut. Ich habe nicht verstanden, warum die... Wow. Die Farben wechseln zum Beispiel. Das habe ich nie so richtig verstanden. Hä? Waren da nicht ganz viele Kleine gerade? Ah, okay, das ist ein Angriff von dem. Ich bin schon fast tot, wie es aussieht. Ja. Ich weiß nicht, ob, weil er jetzt rot ist, heißt, dass er mehr Schaden von Feuerbändigen vielleicht bekommt. Die Perspektive ist gerade nicht so toll. Ja, guck, jetzt ist er blau. Ah, boah, er war nur ganz kurz blau. Na, jetzt ist er immer noch blau. Oder kriegt er jetzt vielleicht mehr Schaden von? Boah, das war eine gute Kombo. Nein. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Ich bin gestunt. Der blau. Der rot ist noch vielleicht mehr Schaden. Ach, da kommt immer dieses kleine Scheißvieh. Ach komm. Ah, und weggespirited. Hm, Mann, ist so gut. Warte mal, von wo bin ich denn gekommen? Ich bin von da unten gekommen, ne? Ja. Jetzt gehe ich hier lang. Das mal hier weg. Schnell. Ich habe 12 Sekunden für diesen Kampf gebraucht. Und ich habe trotzdem nur Silber bekommen. Oh, Rang S. Nett. Oh, da ist er wieder. Oh, okay. Wer ist das überhaupt? Der kommt in der Serie gar nicht vor. Okay. Okay. Oh, ist der jetzt tot? Oder? Nee. Ich dachte, der kommt vielleicht. Doch, das ist er. Die scheinen sehr zu merken. Ja, okay. Ach. Ja. Boom. Die macht die Moves aus Street Fighter hier. Tatsumaki Senpukia, glaube ich. Ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus, aber so sieht der Move auf jeden Fall aus. Der Hurricane Kick quasi. Sie hat ein Stay Down zu der Wand gesagt. Was soll die Wand machen? Oh. Okay. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich sehe da hinten was Gelbes. Ah. Wasser? Ah, Wasser. Ich verliere den Kampf gegen Vögel. Okay, wir müssen ein bisschen ausweichen. Nein, man darf nicht zu viel ausweichen, sonst passiert das. Oh Mann, ehrlich? Das war erbärmlich.
Blöden Vögel. Oh Gott, wo fange ich denn wieder an? War ich hier schon? Nein, hier war ich noch gar nicht. Oh oh. What is this? Some kind of dark spirit energy? I've got to stop it. Oh, mir ist gerade aufgefallen, ich habe einen Doppelsprung. Aber ich glaube nur mit dem Luftbändigen, oder? Oh ja, yeah. Luftbändigen Level 4. Okay, Charge Chi. Bleibt länger. Ah, oh, Vögel. Get the fuck out of here. Ich kann nicht mehr zurück. Ah, ich wollte doch da zu den Vögeln. Och, Menno. Naja. Ne, hier habe ich keinen Doppelsprung. Ne, es ist tatsächlich nur Wind. Was ja auch Sinn macht irgendwo. Dass man damit einen Doppelsprung hat. Hey, hey. Wow. So, alle weg, ja. So. Wieder so ein komisches Momento. Oder wie die Dinger heißen. Sind das alles Gegner? Ah, ne. Ne, das ist eine andere Stelle jetzt. Ich kann die Kiste von hier aufmachen. Okay. Ne, die wollen sich nicht mit mir prügeln. Zum Glück. Da lang. Ja. Da sind wir noch bei Luft. Luft gefällt mir persönlich auch. Oh, am besten. Die Moves sind einfach cool. Und yay! Achso, das ist auch sehr effektiv. War's schon. Ah. Was? Nee. Meine Güte. Ah. Achso, das ist extra gemacht, nur um mich zu nerven quasi. Aha. Jetzt kommen hier noch Gegner dazu, oder? Klar. Ah. Hey. Bin ich weg. Und zack. Ui. Uiuiui. Ui. Freunde, nicht so aggressiv hier. Also eine sehr gute Range. Also. Schon sehr stark. Ich glaube, das level ich als erstes ganz, ganz hoch. Shop werde ich mir auf jeden Fall neue Fähigkeiten dafür kaufen. Die Wand kann sich nicht wehren. Boah. Oh. Und. Zack. Eine schöne kleine Kiste. Bam.
diese unauffälligen Wände. Oh, Feuer. Zack. Ja, ja, ich weiß, Feuerbändig. Das ist die erste Kiste, die ich gesehen habe. Oh, Arns Gleiter. Oder, ja, nicht nur Arns Gleiter, es ist ja einfach der Gleiter der Luftnation oder der Luftbändiger. Wo muss ich hin? Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Ja! Könnt ihr wieder so ein großer oder was? Oh oh. Okay. Ein großer. Zwei große. Okay. Shit got real. Gibt es nicht so einen Avatar-Zustand für solche Fälle? Das ist sowieso komisch. Die ist doch in der Spirit World. Warum kann die denn bändigen? Wurde das am Anfang erklärt? Habe ich es vergessen? Also das ist wirklich schwer. Kann ich die blocken? Das wäre cool, wenn ich die kontern könnte. Ich kann sie kontern! Warum habe ich das nicht die ganze Zeit gemacht? Awesome! Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ah, verdammt, ich dachte, ich hätte gekontert. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich brauche Leben. Ich hab, zum Glück habe ich dieses Heal-Item. Und das wäre ich schon lange tot. Bam. Level 5. Oh, jetzt habe ich 3 Leisten. Ach, interessant. Ich habe den einen gebändigt und der andere ist mitgebändigt worden. So, alter Mann. Oh, ich glaube, ich sollte mich beeilen. Wow, okay. Ja, ja, ja. Who are you? I am known by many names, but you may call me Hundun, Master of the Chaotic Attack. In my time, I was a king. And now you're just a sad old man. Yes, but one who still has much treasure in the physical world. Treasure enough to buy an army. And thanks to you opening the portals, now they can march right in. Ja, hier schon wieder. Okay. Avatar-Zustand, bitte. Ah. Vielleicht im nächsten Level. Achievement. Yeah. Tausend Items. Oh, ganz viel Spirit. Werde ich doch shoppen gehen. Okay, The Tree of Time. Ich weiß gar nicht, wie viel Level das Spiel hat, aber naja. Ich werde in der Zwischenzeit mir neue Moves kaufen und Gegenstände und dies und das, damit ihr es nicht sehen müsst. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Like ist immer nett und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, tschüss!